Feststellsysteme. In der Regel gibt es drei Arten von Feststellsystemen. Es wird zwischen einem einfachen Radfeststeller, einem Richtungsfeststeller oder einem Totalfeststeller unterschieden. Der Radfeststeller. Radfeststeller verhindern die Drehung des Rads und blockieren nur das Rad, nicht aber das Schwenklager. Radfeststeller kommen häufig bei kleineren Rollen zum Einsatz, bei denen das Schwenklager nicht blockiert werden muss oder bei denen ein Totalfeststeller technisch nicht umsetzbar ist. In unserem Artikelnummernsystem sind Rollen mit Radfeststeller durch die 5 an der vierten Stelle der Produktbezeichnung zu erkennen. Der Richtungsfeststeller. Der Richtungsfeststeller fixiert die Laufrichtung der Rolle und macht aus einer Lenkrolle eine Bockrolle, die dann nur in eine Richtung fahren kann. Dies ist besonders hilfreich bei Anwendungen, die eher schwer oder groß sind. Ansonsten wäre die Anwendung schwer zu kontrollieren. In unserem Artikelnummernsystem sind Rollen mit Richtungsfeststeller leicht durch die 1 an der vierten Stelle der Produktbezeichnung zu erkennen. Der Totalfeststeller. Der Totalfeststeller fixiert das Schwenklager und das Rad. Damit beide beweglichen Elemente der Rolle gleichzeitig blockiert werden, ist eine aufwendigere Konstruktion erforderlich. Der Feststellhebel befindet sich entweder am hinteren Ende oder am vorderen Ende der Rolle. Der Totalfeststeller ist leicht anhand des Artikelnummernsystems zu erkennen, wenn die vierte Stelle eine 7 oder eine 2 ist. Bei Schwerlastrollen befindet sich der Feststeller in der Regel an der Vorderseite und nicht am hinteren Ende der Rolle, da schwere Lasten oft von einer separaten Maschine gezogen werden. Durch die Anbringung an der Vorderseite wird vermieden, dass man um die Anwendung herumgehen muss, um die Feststeller zu aktivieren. Bei vielen kleineren und leichteren Rollen befindet sich die Feststellung am hinteren Ende der Rolle, da die meisten Anwendungen hier eher geschoben als gezogen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen!